Die Lessingstadt Wolfenbüttel liegt im südöstlichen Niedersachsen, nahe der Stadt Braunschweig und des Harzes. Wolfenbüttel hat viel zu bieten. Das prächtige Residenzschloss, die beeindruckende Herzog-August-Bibliothek, die erste protestantische Großkirche Deutschlands und eine gut erhaltene Altstadt voller Fachwerk. Apropos Fachwerk. Hier gibt es über 600 Fachwerkhäuser. Oder sind es sogar 1000? Warum sich das nicht so eindeutig sagen lässt, ist schnell erklärt. Zählt man nur die Fassaden, die in Richtung Straße zeigen, sind es 600. Aber gerade größere Hofbeamtenhäuser haben auch einen Innenhof, wo noch mehr Häuser hinzukommen. Eines dieser vielen Fachwerkhäuser ist das schmalste Haus in Niedersachsen. Bestimmt ist euch auch aufgefallen, dass Fachwerkhäuser oft etwas schief sind. Manche davon sind sicher im Laufe der Jahre etwas in Schieflage geraten, andere wiederum waren vom Bau an schief. Schaut mal genauer hin und genießt einen Bummel durch die historischen Gassen. Durch diese ging schon der berühmte Aufklärer und Dichter Gotthold Ephraim Lessing, der hier in Wolfenbüttel 11 Jahre lang lebte. Dabei kommen Besucher an zahlreichen gemütlichen Cafés, vielfältiger Gastronomie und netten Geschäften vorbei. So gut gestärkt lässt sich die Geschichte der Stadt in unseren Museen entdecken. Wie haben die Herzöge gelebt? Welches Möbelstück aus Wolfenbüttel eroberte im 20. Jahrhundert die Wohnzimmer? Und welche Persönlichkeiten kommen eigentlich aus Wolfenbüttel? Nach so viel Kultur Lust auf frische Luft? Dann geht es jetzt ab ins Grüne. Davon gibt es in der Stadt und im nördlichen Harzvorland reichlich. Auf den ehemaligen Wallanlagen könnt ihr einmal um die Altstadt herumspazieren. Wie wäre es dann mit einer Runde Discgolf im Seligerpark? Oder schnappt euch doch ein Kanu und paddelt eine Runde auf der Oker. Noch ein Tipp an die Wohnmobilisten. Auch für euch haben wir in Wolfenbüttel einen schönen Platz in perfekter Lage. Nahe der Altstadt, aber trotzdem im Grünen, parkt ihr auf einem von 44 großzügigen Stellplätzen. Von hier aus lassen sich Stadt und Umgebung auch per Fahrrad erkunden. Ihr reist ohne Wohnmobil? Kein Problem. Hier gibt es auch gemütliche Hotels und Ferienwohnungen. Wie ihr seht, Wolfenbüttel ist echt lässig. Die herzliche Atmosphäre, die sehenswerte Altstadt und die Nähe sowohl zu den Menschen als auch den Sehenswürdigkeiten zeichnen Wolfenbüttel aus. Besucht uns auf lessingstadt-wolfenbüttel.de.